Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Bad Godesberg denken? Ehemaliges Diplomatenviertel, die Godesburg, die Mineralquelle. Aber sicher auch Medizin, Tourismus und Shisha-Bars. Bad Godesberg ist vieles. Aber was soll aus diesem Stadtbezirk werden? Das sollen die Menschen in Bad Godesberg selbst entscheiden. Godesberg soll ein Leitbild bekommen. Auftakt ist in diesen Minuten in der Stadthalle. Ohne Frage, Bad Godesberg hat jede Menge Baustellen, aber die wirklich großen Probleme lassen sich nicht einfach mit Beton und Muskelkraft lösen. Dafür braucht es Ideen. Da müssen noch mehr Geschäfte her. Schicke Geschäfte. Spielplatz für die Kinder. Ich würde sagen, für die Jugendlichen muss was getan werden. Gemütliche Plätzchen. Welche Identität soll Godesberg zukünftig haben? Was sind die Stärken, was die Herausforderungen? Eine Menge Fragen hat die Diplom-Geografin Barbara Zilgen. Sie organisiert den Leitbildprozess. Und auch wenn das Wort sperrig klingt, die Godesberger haben Lust darauf. Also das sind zum Teil ganz konkrete Konzepte von Bürgergruppen, die sich schon überlegt haben, was man alles machen könnte, um insbesondere die Innenstadt von Bad Godesberg zu revitalisieren. Also da nochmal ein bisschen mehr Leben und neuen Schwung reinzubringen. Das Problem, es gibt nicht das eine Bad Godesberg. 74.000 Menschen leben in 13 verschiedenen Ortsteilen. Vom beschaulichen Muffendorf bis zum mondänen Villenviertel. Verschiedene Gehaltsklassen, Religionen, Nationalitäten. Wenn es um die Zukunft ihres Stadtbezirks geht, sollen alle mitreden. Wir möchten das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln, weil es darum geht, Perspektiven aufzuzeigen für den Stadtbezirk und für die Orte, in denen die Bürger leben. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Bürger mitzunehmen. Die heutige Leitbildkonferenz in der Stadthalle ist die erste von 3 Konferenzen. Und sie alle sollen keine Plauderrunden werden. 80.000 Euro kostet das komplette Projekt. Und die Politik erwartet am Ende ganz konkrete Antworten. In der Innenstadt, da hakt es. Da wird wenig investiert, Geschäfte stehen leer, die Kaufkraft kann nicht gehalten werden. Da wollen wir konkrete Anregungen haben, wie kann man die Stadt entwickeln und wie kann man auch Bad Godesberg verjüngen. Wer heute Abend keine Zeit zum Mitdiskutieren hat, kann ab morgen online mitmachen. Unter bonmachtmit.de haben die Stadtplaner eine interaktive Karte vorbereitet. Und sind da schon ganz gespannt zu erfahren, welche Charaktereigenschaften die Bürgerinnen und Bürger heute Bad Godesberg zuordnen und was sie sich wünschen, wie Bad Godesberg künftig wahrgenommen wird. Mit welchen Charaktereigenschaften. In einem Jahr soll klar sein, in welche Richtung sich Bad Godesberg bewegen soll. Danach gehen die Bauarbeiten erst richtig los.